Ein Obstkorb reicht längst nicht mehr als Benefit. Was ist euer Rezept gegen den Nachwuchs- und Fachkräftemangel? Der IHK Innovationspreis Fachkräfte 2023 war ein voller Erfolg. Unter 12 Einzelnen konnte die Jury das nachhaltigste und wirksamste Konzept führen. Gewonnen hat nach einem Auswahlprozess CGTech mit ihrem regionalen Kooperationsprojekt zur Fachkräfteentwicklung. Der Wettbewerb um den Innovationspreis 2024 ist nun wieder eröffnet. Er gibt innovativen und engagierten Unternehmen die Möglichkeit, sich erneut zu bewerben und positiv darzustellen. Wir haben die Kriterien noch mal reduziert, von 6 auf jetzt 4 Punkte. Der erste Aspekt, der uns wichtig ist, ist die messbare Wirkung. Das heißt, es geht darum, ist der Effekt der Innovation messbar und ist er auch dauerhaft, das heißt nachhaltig im Unternehmen verankert. Das zweite Kriterium ist die Übertragbarkeit. Das heißt, können andere Unternehmen dieses Konzept auch umsetzen und auf eigene Weise bei sich adaptieren. Das dritte Kriterium ist die Kreativität. Wie neu, originell und einzigartig ist das Konzept? Spricht es auch unterschiedliche Personengruppen, wie zum Beispiel Best Ager, so wie mich, oder auch Menschen mit Migrationshintergrund an? Das vierte Kriterium ist das Employer Branding. Wie wirkt sich das Konzept aufs Employer Branding aus? Das heißt, kommen neue Menschen an Bord? Und wie geht's dann den Bestehenden auch damit? Ist es attraktiv genug? Damit wir euer Konzept so vergleichbar wie möglich bewerten können, bitten wir euch, folgende Fragen zu beantworten. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wo ist euer Firmensitz? Und wie viele Mitarbeiter hat euer Unternehmen? Womit bewerbt ihr euch? Und wie betrifft euch der Fachkräftemangel? Und aus welcher Motivation heraus ist bei euch die Idee entstanden? Ist eure Idee schon umgesetzt? Und wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr noch was anderes, was ihr uns erzählen wollt? Dann immer her damit. Schickt uns eure Bewerbung. Geht dazu auf unsere Website. Hier könnt ihr auch nochmal alle Bedingungen nachlesen und eure Daten uploaden. Bewerbungsschluss ist der 7. Juni. Wir freuen uns, euch und euer Konzept kennenzulernen. Viel Erfolg. Aber ein Kicker ist auch nicht so ungeil.